Der Streamer Falk wollte eine Revanche gegen mich und da kann ich doch nicht nein sagen. Ich merkte schnell, dass er in letzter Zeit viel 1v1 trainiert hat. Bei den ersten beiden Treffern nutzte er meine Fehler eiskalt aus und beim dritten machte er einen clean Air Dribble. Ich musste direkt mal was aufholen. Ich versuchte ihn jetzt ein bisschen mehr unter Druck zu setzen und das zahlte sich mehr oder weniger aus. Es war jetzt wichtig, mehr Kontrolle über den Ball zu bekommen, damit Flicks wie diese hier öfter zustande kommen. Zwar konnte ich hier sogar ausgleichen, doch hatte ich hier einfach einen random Miss und er ging daraufhin nicht nur mit einem, sondern gleich mit zwei Toren in Führung. Wieder begab ich mich auf eine Aufholjagd, aber Falk machte mir das sicherlich nicht einfach. Ich änderte jetzt die Weise, wie ich meine Kickoffs ausführe und es hatte funktioniert. Dies verschaffte mir auch wieder den nötigen Platz für meine Flicks. Hier konnte ich dann durch ein Kickoff-Tor zum ersten Mal in Führung gehen. Er versuchte jetzt early zu challengen, um meine Flicks nicht mehr zuzulassen, allerdings konnte ich das bestrafen. Er machte dann noch den Anschlusstreffer, aber ich konnte das Ergebnis über die Zeit retten. GG an Falk, es war super eng und vielleicht heißt es bald wieder...